Hallo und herzlich willkommen bei Radio Petersgasse. Heute haben wir für euch einen Beitrag über die Schulglocke. Wusstet ihr, dass sich im Kölner Dom die größte freischwingende Glocke der Welt befindet, dass die Glocke in China entstanden ist oder dass die berühmteste Glocke, die Big Ben, in London hängt? Die ersten Glocken unserer Welt waren kleine Tongefäße, die nur etwa 10 cm groß waren und ca. 3000 vor Christus entstanden. Aber das ist eher uninteressant. Viel wichtiger ist es, dass wir eine Glocke hier in der Schule haben, die funktioniert und unsere Pausen ankündigt. Wie ihr alle wisst, klingt unsere Glocke so. Aber wäre es nicht so irgendwie cooler? Viel Spaß in der großen Pause. Und so wäre es doch am coolsten. Pause! Wir haben eine Umfrage gemacht, ob die Schulglocke wirklich notwendig ist oder ob man auf sie verzichten könnte. Ich übergebe an unseren Moderator Martin. Findest du es in der Schulglocke in unserer Schule wichtig? Finde ich schon, ja. Warum? Weil dadurch nicht der Lehrer den Unterricht beendet, sondern die Schulglocke. Eigentlich schon, weil es ist ja so, man muss ja eigentlich wissen immer, wann die Stunde zu Ende ist. Selbst wenn es in jeder Klasse eine Uhr gibt, kann es halt sein, dass ein Lehrer vielleicht noch länger halt Unterricht macht, weil er noch irgendwas Hausübungen ansagen möchte oder noch irgendwas erledigen möchte. Dafür ist sie schon sehr gut geeignet. Es ist aber trotzdem so, dass wenn man zum Beispiel direkt neben der Schulglocke steht, in der Pause, ist es halt sehr, sehr laut und sehr, sehr wirklich auch unangenehm, wenn man da direkt daneben steht und das läutet. Ja, am BRG Petersgasse haben wir diese Schulglocke seit Bestehen der Schule, also seit 1986. Und es ist deswegen halt ein Thema, weil sie durch die Lautstärke und durch die Art und Weise halt viele Schüler ein bisschen nervt. Und wir haben dann vor ein paar Jahren einmal mit der Diskussion begonnen, könnte man das ändern. Die Problematik ist, eine Änderung wäre schön, zum Beispiel in Richtung einer kleinen Melodie oder so. Dass man das als Pausensignal verwendet. Nur das Problem dabei ist, dass wir dann in den Klassen selber Lautsprecher brauchen würden. Und das heißt, wir müssten jede Klasse mit Lautsprechern versorgen und das wäre sehr aufwendig. Deswegen sind wir dann von dieser Idee weggekommen. Und dann war die Frage, das ist letztes Jahr im SGA diskutiert worden, ob wir nicht überhaupt auf die Schulglocke verzichten könnten. Weil jeder kennt die Uhr und so. Dann ist aber von den Schülern die Vermutung geäußert worden, dass dann die Stunden länger dauern, also dass dann die Lehrer unter Umständen so leicht in die Pause darüber arbeiten würden. Und dann war das Thema wieder vom Tisch. Also da waren die Befürchtungen, dass es dann zu sehr in die Pause geht, zu hoch. Jetzt habt ihr einige Schulglocken gehört. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns auf Instagram, wo wir schulradio.petersgasse.at heißen, in unserer Story abstimmen, ob ihr unsere Schulglocke cool findet. Die Glocke war bzw. ist noch immer ein wichtiger Bestandteil unserer Welt, was auch viele Gedichte oder auch Lieder zeigen. Ihr alle kennt Friedrich Schiller, sogar er hat ein Gedicht über die Glocke geschrieben. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Leben gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch, Gesellen sei zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß, soll das Werk dem Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Auch das Lied Bruder Jakob kennt bestimmt jeder von euch. Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dong, dong. Jetzt noch die Frage der Sendung. Spielt ihr Fortnite und versteht ihr den Hype? Stimmt gerne in unserer Insta-Story ab und schreibt uns per Direkt Ideen oder Wünsche für kommende Sendungen. Das war Radio Petersgasse. Danke fürs Zuhören. Ding, dong, wer steht dort vor der
der Tür. Vielleicht ist es der Postillon und bringt Millionen mir.